Hallo ihr Lieben, ich habe im Zuge meiner neuen Nur was ich mag Challenge im Arbeitszimmer 23 DVDs aussortiert mit meinem Freund zusammen. Also ich habe offiziell die Erlaubnis. Und ich denke, im Großteil werde ich bei Rebuy und bei Momox noch reinstellen. Ich zeige sie euch ein bisschen im Schnelldurchlauf und mit Begründung. Ich glaube, ein Viertel der DVDs haben wir einfach doppelt. Und wir haben dann spontan beschlossen, wir werden uns niemals trennen und dementsprechend brauchen wir die DVDs auch nicht doppelt. So, zum einen mit einem sehr fetzigen Cover. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das hat hier diesen Stadteffekt. Immortal. Mochte ich eigentlich mal sehr, aber in Wirklichkeit ist der absolut Schrott. Also der ist wirklich, der ist unfassbar schlecht. Musste raus, kennt mein Freund auch. So, wurde nicht mehr für gut befunden. Dann habe ich mir gekauft Anna Karenina, als ich noch mit meinem Ex zusammen war. Das heißt 2015. Das ist jetzt 4 Jahre her, es ist immer noch eingeschweißt. Und auch wenn es mit Keira Knightley und Jude Law ist und er wird einfach nicht aufgemacht. Also darf er entfliehen. Ein Film, den ich mir mal gekauft hatte, als ich auf solche Tanzfilme stand, damals noch mit Center Stage und Save the Last Dance, Hand hoch für alle, die diese Filme noch kennen, Chicago mit Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger und Richard Gere. Und ich habe ihn einmal geschaut und er hat mir nicht gefallen und wir haben ihn auch nicht nochmal angeschaut und er ist jetzt schon sehr lang in meiner Bibliothek und er darf ausziehen. Dann Offroad, ebenfalls aus dem Hall damals mit meinem Freund, immer noch eingeschweißt. Obwohl ich Nora Turner wirklich mag, wird nicht geguckt. Ihr seht schon, wird richtig gut. Ein Film, der gar nicht so... Naja, ein Film, der... es ist ein deutscher... Jugendfilm mit so ein Kinderfilm und zwar Kreuzzug in Jeans habe ich damals für meine Schule gekauft, als ich noch Referendarin war, also 2013/14 und mit den Schülern geguckt. Ist nicht schlecht, ist aber auch nichts für meinen persönlichen Geschmack. Also ich würde ihn nur noch mal gucken, wenn ich eine 7. Klasse unterrichte und das passiert zurzeit nicht. Ein sehr guter Film, Die Herrschaft des Feuers. Wir lieben ihn beide, aber wir haben ihn auch 2-mal dementsprechend mit Christian Bale großartig in jüngeren Jahren. Wirklich großartig. Eine Jugendsünde, den Spielfilm zu Yu-Gi-Oh! Ich gucke ihn wirklich nicht mehr. Und wenn, dann kann man die meistens sich im Internet anschauen, auch die Serie. Ein Film, wo ich nicht mehr sicher bin, wie er in meine Sammlung gekommen ist, nämlich Room in Rome. Das ist ein Erotikfilm. Also nein, der ist nicht mit meinem Freund eingezogen, sondern ich habe ihn irgendwann mal gekauft. Ich habe ihn niemals angeschaut und ich habe auch kein Interesse daran. So. Noch ein recht guter Film, Troja. Haben wir auch doppelt dementsprechend. Braucht man keine weitere Erläuterung. Noch ein extrem guter Film ist Tiger and Dragons. Tiger and Dragon. Und den wir tatsächlich mal wieder anschauen können. Den haben wir auch doppelt. Wirklich extrem gut. Würde ansonsten niemals ausziehen. Auch ein Film, den ich liebe. Merida. Ich liebe ihn wirklich. Also ich habe ja auch Bogenschießen gelernt. Ja, ich meine die... Wenn meine Haare offen sind und ich einen Bogen in der Hand habe, sehe ich so ähnlich aus, nur halt fetter. Nun ja, haben wir 2-mal und dementsprechend so. Noch ein Film, den wir 2-mal haben, der auch richtig gut ist, 7, der ist aber auch bitter, bitter böse, aber auch gut. Ja, und ich meine mit Brad Pitt, ich glaube Kevin Spacey und noch Morgan Freeman. Ja, und Gwyneth Paltrow, obwohl die keine so große Rolle hat. Wirklich, wirklich ein wirklich, wirklich guter, fieser, böser, spannender Film. Etwas, was ich nicht kenne, ich wusste auch gar nicht, dass wir es besitzen. Sieht man wieder aus keine von meinen DVDs, nämlich Rain. Hatte mein Freund sich mal irgendwo günstig gekauft und für schlecht befunden. Dementsprechend ist also eine
eine Serie, eine DVD-Sammlung. Sieht auch nicht, also muss ich sagen, sieht auch nicht besonders gut aus. So, ein Film, den ich ebenfalls nicht kenne, den hat mein Freund sich mal zur Recherche geholt. H6 oder H6. Tagebuch eines Serienkillers, hat er gesagt. Ist schlecht. Darf gehen. Noch ein Film, den ich nicht kenne, mit Nicolas Cage, Julianne Moore und Jessica Biel. Nun ja, Next. Ah, ihr sagt, ist schlecht. Das Cover und also, oh, muss sagen, macht mich jetzt auch nicht an, dass ich mir den Film anschauen möchte. Ein Film, den ich zweimal gesehen habe und das reicht tatsächlich auch, ist Coco Vell. Es gibt, glaube ich, nur wenige Filme mit Til Schweiger, die ich gut finde. Ein Teil davon aus der Vergangenheit, zum Beispiel Der bewegte Mann. Was ich nach wie vor gut finde, ist Kein Ohrhase, aber auch wirklich nur der erste. Also Zwei Ohrküken, den hätte man schon nicht machen müssen. Also Kein Ohrhase ist wirklich gut, aber Coco Vell brauche ich nicht. Und wir gucken tatsächlich auch wenige Komödien. Also wir gucken wenige Komödien und noch weniger Liebesfilme. Also eigentlich gar keine. Ein Film, den ich eigentlich mal sehr gern geguckt habe, ist Elektra. Mit Jennifer Garner. Genau, aber grundsätzlich kein guter Film. Also er hat seine guten Momente, aber es ist kein guter Film. Deswegen darf der raus. Dann habe ich hier noch zwei Filme, die sind noch Reste aus der DVD-Sammlung meiner Mutti. Und zwar zum einen, Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Der ist gar nicht so schlecht, aber wir gucken grundsätzlich keine Liebesfilme. Also mit meiner Mutti habe ich immer mal welche geguckt. Ich habe ihr solche Filme immer zu Weihnachten geschenkt, damit ich nicht das Weihnachtsprogramm gucken muss. Also diese, was weiß ich, Chevy Chase Filme. Meine Mutti stand sonst auf solche Komödien mit solche Fremdschämen-Komödien. Hasse. Und da habe ich ihr dann entweder Liebeskomödien oder Actionfilme geschenkt. Also wie James Bond oder so. Und wir gucken ihn einfach nicht. Also der ist gar nicht so schlecht. Und ja, aber so. Und dann ebenfalls, ich glaube, ja, habe ich ihr auch geschenkt. Die nackte Wahrheit, der ist nicht so gut. Aber ich finde auch Katherine Heigl ist keine herausragende Schauspielerin, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und jo, darf gehen. Ein Film, den ich nicht kenne, sagt mir nichts, ist Blood River. Ist also von meinem Spatzer, hat gesagt. So, darf raus. Und ein sehr, 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 sehr guter Film. Die erste DVD, die ich mir jemals gekauft habe, 2003, vor 16 Jahren. Flucht der Karibik. Wir lieben ihn. Wir haben allerdings die Einzel-DVD-Box beide. Und ich habe mir irgendwann noch die Box mit den 4 Filmen gekauft. Das heißt, eigentlich haben wir den ersten Teil sogar 3-mal. Und wir haben jetzt die Box behalten und wir haben eine Einzel-DVD behalten. Und die dritte darf sozusagen gehen. Aber ansonsten ein extrem guter Film. Der zweite war auch noch gut, über den Rest. Naja, so. Dann eine Serie, die ich auch sehr liebe, Gilmore Girls. Allerdings, ich hatte irgendwie mir nur die dritte Staffel irgendwann mal gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das meine Lieblingsstaffel war, kann ich nicht mehr sagen. Und dann habe ich mir die dicke Box gekauft, wo alle Staffeln drin sind. Und oder hier hat mal eine DVD gefehlt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, DVDs sind alle gefunden, also die sind alle vollständig. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt gibt es keinen Grund mehr. Ich glaube, die wollte ich schon mal verkaufen, aber wie gesagt, da hat die gefehlt. Und deswegen, ich brauche die dritte Staffel nicht zweimal. Ist so. Und ebenfalls ein sehr guter Film, den ich auch vergöttere und schon sehr oft gesehen habe. Mein Freund liebt ihn auch. Die Geisha haben wir auch doppelt. Also ich muss sagen, alle guten Sachen haben wir doppelt und der Rest ist halt Schrott. Und so sind 23 DVDs zusammengekommen, die jetzt raus dürfen. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt tatsächlich wieder etwas Platz in unserem DVD. So, jetzt bin ich raus. Die dürfen raus. Wir haben jetzt wieder Platz im Regal. So ein bisschen. Das heißt, die ganzen Bücher, ihr habt ja bestimmt gesehen, als ich mein Arbeitszimmer ausgemistet habe, ich glaube, der erste Part,
dass ich sehr viele DVDs einsortieren musste. Und wenn nicht etwa 18 DVDs verschwunden wären, dann hätten wir in zweiter Reihe stapeln müssen. Also das ist nicht der Grund, warum wir die alle, warum wir uns dafür entschieden haben. Wir sind einfach wirklich alles durchgegangen und haben zusammen überlegt, was soll bleiben und was kann raus. Aber ja, dadurch ist tatsächlich noch ein bisschen Platz im Regal. Und in meiner Klinikzeit werden da bestimmt noch 5 DVDs einziehen. Aber das ist nicht mein Problem. So, das war es erstmal von mir. Nur was ich mag, läuft gut, finde ich. Und ja, ihr hört und seht höchstwahrscheinlich nächste Woche Sonntag wieder mehr davon. Ich versuche das ja jetzt für jeden Sonntag zu planen, denn wenn ihr das seht, bin ich in der Klinik und lasse es mir gut gehen oder kämpfe verbissen um meine geistige und körperliche Gesundheit. Mal gucken, was es wird. Ich werde berichten, wenn ich wieder da bin. Bis dahin viel Spaß mit der Reihe und wir sehen uns. Bis denne. Tschüss.